Downloads-Video für die Iteration 2022-08. Und lass uns mit den Features beginnen, die wir jetzt hier für euch gemacht haben. Ich starte mit Data, aber es ist ein größeres Featurechen. Größeres Featurechen. Ihr wisst, was ich meine. So. Und zwar, wir haben es ja schon per Newsletter angekündigt, dass wir jetzt ein bisschen Tabula Rasa auf unserer Karte gemacht haben. Ich glaube, ich springe doch erstmal in die Pages rein, weil da kennt ihr ja das Zeug eher. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Detailkarte. Ihr seht es schon, hoffe ich, weil ihr ja unsere Vektorkarten eigentlich kennen solltet. Aber ihr seht es jetzt schon. Zum einen haben wir neue Vektorstyles inklusive Gebäudehöhenlinien mit drinnen. Und vor allem diese Kartenänderung, da haben wir jetzt einen extra Server dafür, einen neuen Server. Der alte Kachel-Server wird komplett abgeschaltet, weil Kacheln sind ja so 2000er. Ne, Vektoren sind einfach viel besser. Ihr habt weniger Traffic, wenn ihr das Zeug mobil nutzt, weil ihr die ganzen Bilder runterladen müsst. Das sind wirklich nur diese Vektoren. Also das Einzige, was hier übertragen wird auf euer Handy, auf euer Gerät, sind wirklich nur die Linien und nicht wirklich das ganze Bild, was dann angezeigt wird. Das Zeug wird wirklich live über diese Vektorinformationen in eurem Gerät gerendert. Das heißt, trafficmäßig spart ihr euch da einiges, wenn ihr mobil unterwegs seid. Und vor allem, sie schauen hübscher aus. Mit dem nächsten nächsten Feature hier, ihr könnt natürlich auch hier so ein bisschen reinpannen. Schaut einfach hübscher aus. Und ihr könnt reinzoomen, wie ihr irre seid. Also, ihr könnt wie die Irren reinzoomen, wie ihr lustig seid, das wollte ich sagen. Konntet ihr bei den Kacheln auch nicht. Wie gesagt, das Kachelthema ist kein neues. Da spielen wir uns ja schon seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile drum. Was neu ist, wir lösen uns komplett von den Kacheln. Das heißt, ihr habt hier jetzt vier. Okay, ich habe gelogen. Wir lösen uns von den Kacheln, soweit es geht. Zum Beispiel Satellitenfotos geht natürlich nicht. Das müssen immer noch Fotos sein. Aber ihr habt jetzt per se. Ich gehe mal ein bisschen raus. Ich brauche irgendwas. So schön, wie es da oben ist. So blöd zum Zeigen ist es, weil da alles so flach ist. Ich brauche jetzt irgendwas Bergigeres. Und gehen wir dann hin. Nicht so schnell drehen, Tommy. Gehen wir mal zu uns runter hier. Da gehen wir noch Richtung München. Da seht ihr schon, da ist die. Ich habe zu viel Stoff offen. Es ist eigentlich fixer, mein Rechner bläst gerade aus dem letzten Loch mit. Ich habe weiß nicht, wie viel VMs offen. Genau, hier seht ihr schon. Jetzt kann ich mal, das ist jetzt die Geländeansicht oder die Kartenansicht. Dann seht ihr auch schon gleich den Unterschied zwischen den beiden. Die Schummerung fehlt einfach von den Bergen. Ihr seht zwar, dass hier irgendwie Berge sind, aber hübscher im bergigen Raum sind einfach die Geländekarten, wo einfach die Schummerung und die Höhenlinien mit drin sind. Das könnt ihr aber uns sagen, was ihr für eine Karte standardmäßig haben wollt. Also ihr habt eben die Auswahl zwischen Gelände, Karte. Jetzt gehe ich mal ein bisschen tiefer rein hier. Vielleicht hätte ich vom Video meine VMs abschalten sollen. Naja. So, wir haben noch natürlich eine Winterkarte. Das ist aber, wie ihr auch schon seht, hier auch wieder Vektoren. Ohne die Gebäude, die kommen vielleicht noch. Aber auch hier Vektoren. Ich kann jetzt wieder reinzoomen wie ein Irrer. Ein bisschen eingeweißt für unsere Wintergebiete, solange es noch Winter gibt. Und jetzt wirklich das Einzige, wo wir noch Kacheln haben, was aber auch leider auch nicht geht, das sind einfach die Satellitenfotos. Das als Vektor wäre hübsch, aber es geht einfach nicht. Genau. Das sind einfach noch die einzelnen. Da haben wir jetzt auch eine höher auflösende. Gut, schaut jetzt hier zwar scheiße aus, aber es ist höher aufgelöst. Wir konnten bisher, glaube ich, irgendwie nur so bis dahin reingehen und das wurde dann immer schlimmer. Von der Auflösung her. Aber wir haben jetzt hier
die hoch aufgelösten Karten eingekauft, die wir deutschlandweit oder doch sogar Dachregion haben, die wir da drüber legen können. Und ihr seht schon auch, die Straßenlayer sind mit drüber gelegt. Also nicht nur Satellitenfotos an sich, sondern es sind die Satellitenfotos mit den Straßen. Wenn ich ein bisschen schnell rauszoome, dann seht ihr auch, dass erst die Vektoren da sind und dann später kommen die Bilder mit drüber. Weil die Bilder einfach ein bisschen brauchen, bis da sind. Genau. Also in der Pages nichts Neues. Dieses Control mit Pan- und Zoom-Gedöns hatten wir schon immer. PSC auch nichts Neues, sind unsere Karten-Styles, die wir jetzt einfach nur ein bisschen aufgehübscht haben nochmal. Ich gehe nochmal in so ein Städtchen oder in so ein Dörfchen, keine Ahnung, wie viel Hund haben hat. Gerade habe ich jetzt keine Daten. Ach so, Bi. München. München müsste doch wieder viel Daten da sind. Kommt immer drauf an, wie St. Tegernsee, München, wie die Daten halt sind. Also diese Häuser sollten wir eigentlich schon öfter haben. Ach, Gelände. Gelände ist aktuell nur drin. Genau. Es ist sehr googlig. Google hat damit angefangen. Aber mittlerweile sind die ganzen Informationen auch bei OpenStreetMap mit drinnen, wenn man sie richtig rauszieht und rendern will. Das heißt, wir können das halt auch jetzt komplett anziehen. Was sich geändert hat, die ganzen anderen Karten kacheln. Was weiß ich, Kompass, Falk, Bayern Atlas, irgendwelche in Bayern hatten wir irgendwelche historische Karten und so fort und so fort. Wir hatten einige. Diese ganzen Kacheln gibt es nicht mehr. Aber wie gesagt, wir haben euch auch vorgewarnt, auch in dem Newsletter. Aber ich glaube, viel verlieren wir dadurch nicht, weil einfach die Vektoren um einiges besser sind. Genau. Jo, in der Pages hier kann ich jetzt eigentlich hier nicht viel mehr zu sagen. Wie gesagt, du kennst das Zeug. Und es sind halt wirklich bisher nur noch diese vier Kartentypen, die wir haben. Was ich euch noch in der Data zeigen kann, ist, ich gehe jetzt einfach mal so in den Tourneditor rein, maximiere hier mal, und ihr werdet es vielleicht schon sehen, auch hier haben wir jetzt Vektoren drin. Das ist zwar jetzt eigentlich im Untergrund Leaflet, JavaScript im Gegensatz zu dem, was wir in den Pages haben, das ist Mapbox, Mapbox.gl. Was wir hier nicht machen können, ist dieses Reinpannen. Aber mit einer Erweiterung von Leaflet kann jetzt Leaflet auch Vektorkarten anzeigen und rendern. Und das heißt, ihr könnt jetzt auch beim Tooneditor reinzoomen, wie ihr spaßig seid. Das war immer ein Riesenproblem, hab ich mitgekriegt von euch, weil ihr einfach die Straßen nicht gescheit erwischt habt. Ein kleines Problemchen seht ihr vielleicht, wenn ich schneller bewege. Die Tourenlinie ist so eine Millisekunde hinten dran. Liegt leider am Plugin von Leaflet. Das können wir auch nicht weit optimieren. Wahrscheinlich, wenn ich es euch jetzt nicht gesagt hätte, wäre es euch gar nicht aufgefallen. Aber wenn ihr das seht, das braucht ihr uns nicht aus Bug reporten. Das wissen wir, liegt aber am Leaflet-Plugin. Aber so ist es jetzt eigentlich richtig hübsch. Hier seht ihr auch zum Beispiel wieder, wenn ihr manuell routet, seid ihr halt nicht auf dem OSM-Netz drauf. Sondern es ist halt wirklich nur so, wie ihr die Linien einzeichnet. Wenn ihr wirklich direkt auf der Linie sein wollt, macht ein Routing. Ich mache jetzt eine Routenplanung für Wanderer. Wo bin ich denn hier? Ah, ich bin sogar bei mir daheim. Machen wir mal bei mir. Machen wir mal da eine Route. Sagen wir einfach, man fängt hier am Dorfplatz Rittsteig an, klick, und ich gehe runter zur Buchemühle. Kann da ein bisschen was futtern. Und dann, ihr wisst ja, wie man diesen Tourneditor bedient. Aber was ihr halt seht, wenn ihr routet, seid ihr halt wirklich auf der Linie drauf und ihr könnt reinzoomen bis zum geht hier. Und ich kann dann hier sagen, hey, nee, geh bitte da unten rum. Wenn man halt wirklich reinzoomen kann, kann man das ein bisschen besser bearbeiten, als bisher möglich war mit den ganzen Kacheln. Ja, also wie gesagt, das hier nur so eine Randnotiz zu den ganzen Kartenthematiken.
Aber ich finde, dieses Feature wird euch wahrscheinlich im Daily Doing bei den Touren richtig positiv auffallen, weil einfach, ja, weil ihr tiefer reinzoomen könnt. So, die Page habe ich schon gezeigt mit der Karte. Eins dazu noch. Ich habe hier mal eine Sample-Datei von unseren oberösterreichischen Kollegen. EasyMaps.de, Experience, bla. Unsere älteren Kunden kennen das noch. Das ist unser altes Geoportal, was wir jetzt mittlerweile nicht mehr brauchen, weil es ja in der Pages mit drinnen ist. Ich sage einfach mal Gastro-Tipps und zoome mal einfach hier die Karte ran und ziehe mir die dann komplett links. Also das hier ist quasi unsere neue Interpretation eines Geoportals mit den ganzen Objekten auf der Karte, wobei man auch die Karte hier wie immer so reinpannen kann. Das konnte natürlich die alte Karte nicht. Deswegen wird die auch nicht mehr weiterentwickelt. Aber weil wir eben diese ganzen Kacheln abgeschaltet haben und diese alte Karte oder diese alte Kartenlösung auf die Kacheln ausgelegt war, ist es gleich wie in Data. Dieses Leaflet hat jetzt ein Plugin, dass auch Vektoren gerendert werden können. Und auch deswegen Info für euch, wenn ihr dieses alte Geoportal oder unser Maps-Portal, ich weiß nicht, wie man das in anderen Hand, verwendet, funktioniert weiterhin, funktioniert auch mit den neuen Vektorkarten, wo ihr auch hier wieder eure Standardkarten auswählen könnt. Das ist jetzt ein Sample von unseren österreichischen Kollegen, wie gesagt. Die haben jetzt eine Kartenerweiterung. Ihr seht schon dieses Grüne, das schaut anders da aus. Das schaut anders da aus, weil in Österreich gibt es basemap.at, das die Kartenlösung ist für komplett Österreich. Die gibt es auch in Vektoren, also haben wir jetzt hier die Vektoren von Basemap integriert. Geht dann nicht über unseren Server, sondern es geht über die Partner-Server. Was aber jetzt hier die Magic ist, was wir bisher nur noch nicht so machen hätten können, ist jetzt hier die Verschneidung dieser Basemap Österreich-Karten mit außerhalb OSM. Bisher war es so, außerhalb von Österreich war es einfach weiß, weil wir keine Kacheln hatten. Jetzt können wir es halt sagen, wir nehmen in ihrem Gebiet die Basemap her und außerhalb laden wir unsere OSM-Karten darunter rein. Ist vielleicht auch eine Idee für euch, wenn ihr irgendwie Vektorkarten habt, woher auch immer, die euch besser gefallen oder whatever. Und wenn das richtig aufgebaut ist, wenn es kompatibel ist, alles natürlich, was es meistens ist, können wir es verschneiden, die ganzen Kartenkacheln. Und wir haben noch eine Erweiterung eingebaut, jetzt gleich hier in dieser neuen Vektorkarte. Ihr seht hier die Umrandung von Oberösterreich. Also das ganz Grüne ist halt komplett Österreich und hier das rot umrandet ist Oberösterreich. Das ist jetzt eine einfache Lösung. Da legen wir einfach ein GeoJSON-Polygon drüber. Viel Blabla, viel Tech-Blabla, aber es ist effektiv nur eine kleine Datei, wo die Linie einfach eingezeichnet ist in ein Geo-Format. Können wir einfach drüber klatschen. Die bewegt sich dann auch mit. Das ist einfach ein neuer Layer, eine neue Ebene innerhalb der Karte. Muss aber nicht nur eine Linie sein. Wir können da auch irgendwelche Routing oder Straßennetze oder irgendwas drüberlegen. Nur als Info, sowas geht. Ich weiß, und meine Österreicher sind hier komplett irre auf diese ganzen Gebietsumrandungen. Können wir euch jetzt auch mittlerweile einfach für euch anbieten, auch in Deutschland, wenn ihr das haben wollt. Wie gesagt, wir brauchen nur einmal so eine Linie. Es ist einfach eine GeoJSON-Datei, die wir da drüberlegen können. Das soll ja gewesen sein zur Karte, was ein großer Aufschlag war von uns in diesen ganzen neuen Servern und Umstellungen und Gedönse. Ich habe hier noch ein Featurechen. Und zwar könnt ihr in Data in euren Feldern, also PUI-Felder, Gastro-Felder, whatever, eine neue Spalte hinzufügen. Das sind die Experiences. Das sind einfach die Experiences, die dem Objekt zugewiesen sind, Strichpunkt getrennt. Könnt ihr natürlich auch darauf suchen, wenn ihr sagt, gib mir nur die, wo die Experience enthält Schottland. Ich hoffe, das funktioniert. Aber nochmal ist es getestet. Yes. Könnt ihr auch so suchen, wenn ihr nicht oben umschalten wollt auf eure Schottland und dann sagen, halt, zeige ich alle Objekte in meiner Experience.
So, und ihr seht halt die Info jetzt auch hier. Oder beziehungsweise könnt halt auch die Information dann wie gewohnt exportieren. Genau. Es soll jetzt auch schon wieder gewesen sein zu den Release Notes von 08. Wie gesagt, dieses ganze Kartenthema hat uns ja doch ziemlich beschäftigt. Es ist Urlaubszeit und wir haben noch ein paar interne Projekte. Es sind keine internen. Wir haben noch ein paar Projekte, von denen ihr wahrscheinlich jetzt die Tage über die Presse hören werdet. Da darf ich jetzt auch noch nichts zu sagen. Die auch ein bisschen Zeit halt gefressen haben von uns. Und ich fürchte, nächste Iteration wird es genauso, weil Urlaubszeit. Aber wir sind dran. Wenn ich nicht da bin, ich habe jetzt auch 2 Wochen Urlaub. Das sind meine Kollegen, die auch immer helfen, wenn irgendwas los ist. Und wie gesagt, wenn euch irgendwas auffällt an Bugs, an Feature Requests, an whatever, meldet euch einfach in euren Team. Und dann geht es auch irgendwie an meine Entwicklung weiter. So, dann halte ich euch nicht mehr auf. Und ich sage ciao, wir hören uns wieder nächstes Monat.